Willkommen auf SkyAjack. Die erste Folge ist am Start, Leute. Und ich habe schon einiges erlebt. Also die erste Folge wurde schon aufgenommen. Also da zeige ich euch jetzt, wie das Projekt gestartet ist. Was geht ab, meine Freunde, zu einem neuen Projekt und zwar zu SkyAjack. Außerdem habe ich direkt einen Erfolg gekriegt, nämlich einen Flusserfolg. Also, jeder darf die Insel erstmal frei wählen. Keiner will sich zuerst eine Insel aussuchen. Ich bin in einem Fluss? Was? Ja, anscheinend. Wo sind die Inseln? Ich habe ein Fluss-Advancement. Ja, das habe ich auch bekommen. Wo ist der Insel? Das Ding auch. Und dann, Leute, könnt ihr hier sehen. Also, ich habe hier schon mal einen SkyAjack-Erfolg, den Wassereimer-Erfolg, den Cobblestone-Erfolg und den Brückenbau-Erfolg. Ich zeige euch gleich, was ich schon alles gemacht habe. Und irgendwo hier, guckt mal, gibt es diesen Flusserfolg, den ihr gerade gesehen habt. Und da habe ich 100 XP dafür gekriegt, weil meine Insel befindet sich in einem Flussbiom. Das ist für später gut. Ja, ihr seht jetzt hier schon, der hat hier einen Cobblestone Generator. Ja, wie ich den gebaut habe, könnt ihr auch jetzt sehen. Falls ihr übrigens so Himmelsprämissen gerne mögt, es gibt ein Spiel auf Steam, das heißt Balloonfly. Gönnt euch. Jens, ich schick dir kurz. Sag mal, der Cobblestone-Generator vom Hugo, der wäre doch eigentlich so richtig, oder? Nein, ist er nicht. Was setze ich denn zuerst? Wasser oder Lava? Wenn ich den Jungle-Sapling setze, ist das ein Fehler? Er ist Lava am besten, das ist ein bisschen entspannter. Also Loch 1 weiter links, dass ich den dann richtig baue. Ja, ich weiß gar nicht, wollen wir da mal gnädig sein und bei gelegentlichen Obsidian-Fails? Ich hab's hingekriegt! Ja, bevor natürlich dann alles... Ich weiß ja nicht, wie ich das... Oder, pass auf... Nein! Ach doch. Dann habe ich auf jeden Fall ein bisschen Koppel abgebaut und Brücken gebaut. Einmal zu der Insel darüber und einmal zu der Insel darüber. Und auf der da drüben spawnen übrigens Füchse. Und da ist jetzt gerade ein Fuchs irgendwie auf dem Weg zu mir. Moin, was geht? Da hinten gibt es auf jeden Fall gab es eine freie Insel. Ich habe die Insel jetzt mal reserviert für den lieben Riol. Weil der kommt erst um 12 Uhr auf den Server. Also jetzt, wo das Projekt startet, ist ab 12 Uhr kann man streamen. Ich habe die Insel für Riol reserviert und das wird Riols Insel sein. Und dieser Fuchs hier wird Riol gehören und der andere habe ich den jetzt runtergeschmissen. Shit, Leute, ich glaube, ich habe einen Fuchs auf dem Gewissen. Oh nein! Ah ne, der ist auf meiner Insel, da hinten. Leute, wir müssen den einsperren. Der muss eingesperrt werden. Ich brauche Koppel. Nein, ich mach mir Zäune. Nein, Zäune reichen nicht. Warte. Fuchs, bleib da einfach. Wir sperren dich jetzt mal fix ein. Ich hab mir 12 Koppel. Nein, gib bloß weg von der Lava. Ja? Hast du gehört? Oh shit, Alter, der darf niemals in die Lava. Warte, wir machen das so. Glaub mir, das ist besser für dich. Bleib einfach stehen. Oh, Let's Hugo ist da. Moment. Wir machen zack, zack. Nicht wegrennen, mein Freund. So, so, so und so. Perfekt, ich habe einen Fuchs gefangen. Juhu, Leute, wir haben einen Fuchs hier am Start. Da hinten ist auch noch ein Fuchs und da sind Creeper. Auf die muss ich aufpassen, ne? Also, da drüben ist die Insel von Riol. Und weiter drüben, also das, man, ich kann nicht ranzoomen, weil kein Optifine und so. Hier, das Ding, was da so runtergeht und so, das gehört Kroko. Und Kroko hat mir hier ein Schild dagelassen schon. Liebe Grüße vom Kroko, komm doch zu mir, bekommst Wasser. Das hört sich doch schon mal gut an, dann können wir eine unendliche Wasserquelle machen und sind nicht mehr hier an Wasser gebunden. Jetzt wollte ich euch da hinten noch was zeigen, weil da habe ich mich auch hingebaut. Da ist mein anderer Nachbar. Und der hat Schnee. Und ich brauche Schnee. Ich will ja eigentlich eine Wolke bauen, so. Mal gucken. Vielleicht habe ich aber auch andere Pläne mit Riol zusammen. Das werde ich im Livestream zusammen mit ihm besprechen. Ich würde an der Stelle eigentlich sagen, ich will den Creeper da weg haben. Ich wollte mir Schnee snacken natürlich. Ja, ist jetzt irgendwie doof. Ich bräuchte auch irgendwie was, um unter die Insel zu kommen, weil ich habe mein ganzes Gras hier. Ich muss da irgendwie Wasser hinsetzen können, damit ich eine Pumpkin hier hinsetzen kann.
Weil, wenn ich einen Pumpkin habe, kann ich das mit Schnee kombinieren und da habe ich unendlich Schnee. Und das ist eigentlich nicht schlecht. Das sind so Aufgaben jetzt für den Livestream. In der ersten Folge ist ansonsten nicht großartig was passiert. Ich würde an der Stelle sagen, ich freue mich, wenn ihr im Livestream einschaltet. Lasst ein Däumchen da, lasst das Projekt durch die Decke gehen. Und bis zum nächsten Mal. Haut rein und tschüss.